Heute wollen wir uns mal mit der Bytecode-Übersetzung beschäftigen, und zwar, warum macht man Bytecode? Da gibt es eigentlich drei Hauptgründe. Zunächst mal, warum macht man Bytecode im Vergleich zu ASTs? Weil es ein bisschen schneller geht. Nicht so arg viel, werden wir feststellen, also es wird nicht so berauschend sein, vielleicht Faktor 3, aber nicht Faktor 100. Warum machen wir erstmal Bytecode? Man könnte auch gleich zum Maschinencode gehen. Das Problem bei Maschinencode ist, dass es komplizierter zu erzeugen, und zweitens mal nicht portabel. Wenn man Bytecode als Zwischencode hat, das sehen Sie bei Java, dann hat man ein Format, das man austauschen kann, und man muss nur einen relativ kleinen Bytecode-Interpreter zunächst mal schreiben, der dann allerdings auch nicht wirklich aufregend schnell sein wird zunächst. Das heißt, man muss dann hinten wieder was reinstecken, um den Bytecode dann wieder in Maschinencode zu übersetzen, wenn man richtig schön schnell sein will. Also das, was modern Jitter heißt, dynamische Kompilierung oder Just-in-Time-Kompilierung. Und jetzt beschäftigen wir uns heute mal mit Bytecode, wie man den erzeugt, wie man übersetzt und wie er aussieht und wie die internen Verwaltungsstrukturen dazu aussehen müssen. Dazu möchte ich ganz kurz nochmal rekapitulieren, wie unsere Environments und unsere Continuations eigentlich im AST-Interpreter ausgesehen haben. Sie erinnern sich, wir hatten wieder das typische Problem, habe ich jetzt erstmal, dass ich keinen Stift habe, der gescheit funktioniert. Vielleicht finde ich einen. Ja. Also wir haben ja hier unsere Continuation-Kette, und wir haben immer irgendwo eine Current-Continuation, das war die da, Current-Continuation, die wir entweder per globaler Variable oder per Argument durchgereicht haben, bei uns per Argument. Und jede aufgerufene Funktion hat dann dem Trampolin ja immer wieder die aktuelle Continuation zurückgegeben als Return-Wert, weil wir es nicht anders machen konnten mit dem Trampolin. Und selber eine neue Continuation angelegt, allokiert, wenn sie einen Call gemacht hat. Sprich, wir haben jede Continuation hat einen Caller, auch hier wieder einen Caller und so weiter. Und wir hatten die lokalen, waren ein paar zusätzliche Geschichten, hatten wir noch hier drin. Und hier waren vor allem die Argumente der Current Continuation, und hier gab es einen PC, der quasi dazu gedient hat, wenn ich jetzt einen Return ins Trampolin gebe, dass das Trampolin weiß, wo es nachher wieder weiter hinspringt. Ein Call war ein Allokieren von der neuen Continuation, ein Return war es, zurückgehen zum Caller. Und so hat sich der durchgearbeitet. Was wir auch noch hatten beim AST-Interpreter war eine Referenz auf das Environment. Das Environment war im Prinzip eine Dictionary, Hashtable, wenn Sie so wollen, mit Key-Value-Paaren, und auch eine Referenz zum Parent-Environment. Im Normalfall ist das Parent-Environment für alle Environments das Top Environment, in dem unser Car-Cutter und Plus und Minus und alles drin steht, Plus, Minus, Car-Cutter, etc. Und hier waren die lokalen Variablen drin von der Funktion. Also wenn ich jetzt eine Funktion aufgerufen habe, irgendein Lambda von AB und mache da drin Plus AB, dann wird hier ein neues Environment angelegt, in dem A gebunden ist auf das Argument, mit dem ich es aufgerufen habe. Also wenn ich hier define F als das hier mache, und ich rufe jetzt F auf mit 10, 20, dann legt er hier ein Environment an, in dem A auf 10 gebunden ist, B auf 20, und evaluiert dann den Body in diesem Environment. Ganz trivial und ganz einfach. Die einzige Ausnahme, wo habe ich den Parent gebraucht? Wenn das Lambda eine Closure braucht, also sprich, wenn hier raus wieder ein Lambda entsteht, was seinerseits wieder auf diese Variablen drauf zugreift, also Inner Functions, sowas, def, unser berühmtes Make Adder von n, und der liefert zurück eine Funktion, die ihrerseits ein a erwartet und dann plus an ausrechnet, wäre das einfachste Beispiel fast dazu. Und wenn ich dann sage, define add 10 als Make Adder von 10, dann kann ich nachher add 10 aufrufen mit, was weiß ich, 100. Und dann passiert eben Folgendes, dass hier in dem Parent Environment das Environment stecken muss, das zu dem Zeitpunkt gegolten hat, in dem er das n noch findet, damit er hier plus an ausrechnen kann. So, und das alles wollen wir jetzt umsetzen auf ein System, in dem zum einen die Continuation-Verwaltung vielleicht ein bisschen einfacher geht, ein bisschen effizienter, vor allem aber die Environments.
Weil wenn Sie mal einen Trace machen auf Ihren AST-Interpreter, werden Sie sehen, dass der 80% seiner Zeit im Environment Lookup verbringt. Das heißt, der guckt ständig nach, wenn er da drin jetzt sagt A plus N, dann sagt er hier Environment, gucken wir mal nach, was unter dem A gerade drin steckt. Und dann geht er da hin, sucht da die Hashtable durch, findet da den Value 10 und so weiter. Und da verbrennt er eigentlich die meiste Zeit. Tatsächlich erstaunlicherweise gar nicht mal so arg viel in diesen Switches, wo er guckt, ist das eine Built-in-Function oder was anderes. Das kann man ja durch so Function Calls, wie wir es jetzt gemacht haben, relativ schnell abbilden. Die meiste Zeit geht tatsächlich in den Environments flöten. Das heißt, das Erste, was wir mal machen wollen, ist, dass wir zum einen die Suche in den Environments eliminieren wollen und zum Zweiten vielleicht auch die Verwaltung, dass wir da nicht immer Objekte anlegen müssen, die nachher der Garbage Collector womöglich wieder wegräumen muss. Zu der Suche, das kann man auch schon im AST, auf der AST-Ebene kann man das auch schon tunen. Und zwar ist ja eigentlich ganz klar, wenn man sich dann mal so ein Environment anguckt, dann stellt man immer fest, dass am Platz 1 immer das Argument 1 steht und Platz 2 immer das zweite Argument und so weiter. Und wenn da lokale Variablen drin vorkämen, wie bei so einem Let oder sowas, was man da rein programmieren könnte, hätten die auch alle fixe Positionen. Das heißt, man könnte eigentlich schon zur Lambda-Definitionszeit, also das Lambda könnte man ein bisschen intelligenter machen, dass er bisher bloß den Body abspeichert und die Argumentliste und das Environment, in dem es definiert wird, dass das Lambda schon zum Beispiel eine kleine Analyse macht und überall alle Referenzen auf A in dem Body ersetzt durch sowas wie hole mir die lokale Nummer 1. Also er könnte das umschreiben irgendwie und könnte da draus aus dem Body dann machen plus Local 1 und was weiß ich, Local 2. Und dann hinterher hätten wir sowas wie eine Built-in-Funktion, die heißt dann Local, die würde dann im Current Environment an Platz 1 und Platz 2 gleich gucken. Das heißt, die könnte dann mit einem numerischen Index drauf zugreifen. Das gleiche machen wir auch nachher, wenn wir jetzt kompilieren zu Bytecode, machen wir das auch und wir werden dann dieses Local als Built-in-Bytecode letztendlich kompilieren. Also jetzt schauen wir uns mal den Bytecode an, den wir machen und vielleicht ganz kurz eine grobe Übersicht erstmal, wir gehen dann in die Details nochmal rein. Die Grundidee ist die, dass wir unseren AST, unseren Baum, umsetzen in eine sequentielle Liste von einzelnen Operationen für eine virtuelle, gedachte Maschine. Wir können es auch für eine reelle machen, aber erst fangen wir erstmal mit einer virtuellen an. Und dazu sagt man sich Folgendes, man definiert eine Maschine, die einen Stack hat. Habe ich wieder der falsche verwischt? Einen Stack und natürlich einen Stackpointer. Und die Operationen arbeiten alle auf diesem Stack. Es muss nicht eine Stackmaschine sein, aber eine Stackmaschine ist die einfachste, die man implementieren kann. Und zum anderen ist der Compiler der einfachste. Wir werden gleich sehen, warum. Und unser Compiler macht folgende Transformationen. Wenn er eine Expression kriegt mit einer Built-in-Funktion wie plus, minus, mal, geteilt und so weiter und dann hier die Argumente kommen. Jetzt habe ich doch den schlechten verwischt. Ja, ist besser. Plus, minus, mal, geteilt und so weiter. Und dann hier die Argumente, Operand 1, Operand 2 und so weiter. Zunächst mal reduzieren wir das und sagen, unser Compiler oder unsere Bytecodes operieren nur noch mit zwei Operanden. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Plus kriege mit mehr als zwei, dann ersetze ich das dann bei der Kompilierungsphase, dass ich dann eben sowas draus mache, ob 2, was weiß ich, plus ob 3 und so weiter bis ob n, sodass jede einzelne Plus-Operation nur noch zwei Argumente hat. Das gleiche bei Subtraktion, Multiplikation und Division, das sind eigentlich die einzigen interessanten diesbezüglich. Also ohne dass wir jetzt die Allgemeinheit hier einschränken, können wir das machen. Das heißt, es gibt hier nur noch zwei. Und dann macht er Folgendes, er geht rekursiv runter und generiert zunächst mal Code, der den Operand 1 berechnet und auf den Stack legt. Das heißt, nachher zur Laufzeit wird der Operand 1 hier oben auf dem Stack liegen und der Stackpointer natürlich um 1 erniedrigt. Und dann generiert er Code, also Code für Operand 1, dann den Code für Operand 2, ich schreibe es mal ein bisschen drunter, weil das zeitlich dahinter kommt, Code für Operand 2, der liegt dann zur Laufzeit hier, ob 2, und dann generiert er eine Instruktion, eine Operation für Plus.
Und das funktioniert immer. Das heißt, ich kann, wenn ich hier rekursiv einen Baum, zunächst mal den ersten Operand generiere auf den Stack, selbst wenn das eine beliebig komplexe Expression ist, und dann den zweiten drauf generiere und hinterher eine Addition mache, die auf den obersten zwei Stack-Elementen operiert, kann ich jede beliebige Expression, sei sie noch so kompliziert, vorausgesetzt, dass mein Stack nicht überläuft, damit ausdrücken. Ich zeige es gleich mal einem konkreten Beispiel jetzt erstmal. Also, und wie generieren wir Code für die Operanden? Nun, es gibt, der Operand kann ja wieder, Sie erinnern sich an die allererste Vorlesung, was kann da drin stehen? Da kann entweder wieder eine Expression sein, dann wird die ausgerechnet, oder ein Symbol, wo ich dann ein Lookup machen muss, oder eine Konstante. Das heißt, damit identifizieren wir jetzt schon mal ein paar Grundinstruktionen, die wir wahrscheinlich brauchen werden. Die erste hieß zum Beispiel sowas wie Push-Konstante. Push-Constant, also zum Beispiel 123 oder 769. Die zweite wäre Push, und jetzt wäre es, das wäre jetzt die Variable, wir wollen aber diesen Lookup nicht mehr machen zur Laufzeit, sondern wir wollen jetzt schon sagen, push eine Lokale, die auf dem lokalen Frame ist, also aus dem lokalen Frame, also aus der lokalen Continuation. Ich nenne das mal push local, und die hätte einen Index n. Können wir jetzt definieren, ob wir da bei 0 anfangen oder bei 1. Also sagen wir mal, wir fangen bei 0 an, dann wäre 0 die oberste und so weiter. Also arg 1 wäre dann quasi push local 0. Und wir brauchen auch noch push global und wir brauchen auch noch push outer Variable, aber das lassen wir jetzt vorläufig mal weg. Und dann hätten wir eine Additionsinstruktion add. Und natürlich subtract und multiply und divide. Jetzt mache ich mal ein Beispiel. Folgende Expression. Wir wollen ausrechnen plus, nehmen wir an, a, also wir hätten eine, ich muss jetzt natürlich voraussetzen, dass a die erste lokale Variable wäre und b vielleicht die zweite. Das heißt, wir haben so ein Lambda von a und b, wegen mir auch noch ein c. Und wir wollen ausrechnen plus a, machen wir es komplizierter, mal b 5 und da dividieren wir c durch 10. Und dann wollen wir vielleicht nochmal, einfach spaßeshalber, das b hinten drauf addieren. So. Also das Erste, was wir gesagt haben, ist, dass wir das Plus umsetzen, dass das Plus nur noch zwei Argumente können kann. Also hier haben wir ja 4. Das heißt, wir müssen hier mehrere Additionsbefehle hintereinander generieren. Vielleicht fange ich erstmal einfacher an. Entschuldigung, lassen wir das erstmal weg, machen wir erstmal das hier. Wir sehen es nachher. Also diese Expression. So, wie gerade gesagt, also unser Compiler fängt von oben an und sagt, ich generiere zunächst Code für den ersten Operanden. Rekursiver Aufruf, wir haben so eine Funktion, die heißt Compile Expression to Bytecode. Und die kriegt so eine Liste als Argument. Jetzt sieht man wieder, wie schön das ist, dass in Lisp die interne Repräsentierung die gleiche ist wie die externe. Das heißt, wir können ganz einfach ein Programm schreiben in Lisp, das uns den Compiler macht. Ne? Weil wir ja dann mit Cons und K und Cutter und so weiter uns da durchhangeln können und so eine schöne rekursive Funktion machen. Also wir generieren eine Funktion, die heißt Compile Expression. Und die sagt, wenn es eine Liste ist, die er zu kompilieren hat, dann ruft er sich rekursiv auf für die Argumente und macht dann entsprechend des Operanden einen von diesen Bytecodes. Gut, jetzt kommt also der nächste rekursive Call. Jetzt muss er Compile Expression von, schreibt das hier mal auf. Also wir rufen auf Compile Expression von dem ganzen Ding. Der ruft sich rekursiv auf fürs erste Argument, also Compile Expression für dieses Sternding B5. Der ruft sich wieder rekursiv auf, weil er eine Liste kriegt für das erste Argument, Compile Expression B. Und jetzt stellt er fest, aha, das ist ein Symbol. Dann muss er gucken, wo steckt das Symbol in meinem Current Frame. Also was ist das überhaupt? Ist das eine globale Variable oder kenne ich die? In dem Fall geht er einfach die Kette, er hält sich sowas wie die Parent-Kette, auch zur Compile-Zeit, die Kette der sichtbaren Variablen rückwärts hoch. In dem Fall ist es eine lokale, das heißt, er generiert einen Befehl, der heißt push local 0, weil es die erste ist. Gut, das war das B. Kommen wir wieder zurück in der Rekursion und wir sagen Compile Expression 5. Da haben wir unsere Push-Constant-Instruktion. Die Details kommen wir gleich noch, wo die Konstanten nachher liegen. Also er erzeugt eine Push-Const 5. Kommen wir aus der Rekursion wieder raus. Jetzt geht es hier hoch. Und wieder runter und wir landen in Compile Expression für den zweiten Teil, Division C10. Und Sie sehen, es wird noch nichts gerechnet. Es werden nur so Zwischendinger da mal auf. Halt, ich habe noch das Mal vergessen. Das muss natürlich am Schluss
Nachdem er die Operanden gemacht hat, muss er für diesen Teil hier noch ein Mull erzeugen. Dann kommen wir hier wieder zurück. Also, und jetzt kommt der zweite Teil. Das heißt, der geht auch wieder nochmal rekursiv runter. Der kommt in Compile Expression C. Da sagt er Push Local 2 in dem Fall, 0, 1, 2. Geht wieder hoch. Push Compile Expression 10. Da kommt eine Push Constant. Push Const 10 raus. Dann kommt die Divisionsoperator. Also erzeugt eine Div-Instruktion. Und jetzt wird es interessant, jetzt komme ich aus dieser Rekursion wieder raus. Er hat die zwei Operanden generiert, Code generiert und muss jetzt noch für den Plus generieren, also add. Sie sehen, was dabei rauskommt, ist eine umgekehrt polnische Notation im Grunde genommen. Also so wie die alten Taschenrechner, weiß nicht, ob Sie die noch kennen, wo man zuerst die Operanden eingibt und dann den Operator hinterher schickt. Und so ähnlich sieht es hier auch aus. Und das funktioniert immer, also die beliebig komplizierte Expressions, die sammeln sich hier alle dann immer auf und am Schluss muss der, nachdem die Add-Instruktion ausgeführt wurde, wir können es ja mal simulieren kurz, also Push, nehmen wir an, wir würden aufgerufen werden und A wäre, was weiß ich, 100 und B wäre 200, dann würde hier also anfangen Push Local 0, da stünde die 100 auf dem Stack, Push-Konstante 5, stünde die 5 drauf, dann kommt der Multiplikationsbefehl, der holt 2 runter vom Stack, multipliziert und tut das Resultat wieder drauf. Also holt er die 2 runter, macht 500 drauf. Dann kommt Push-Local 2, habe ich nicht definiert, wäre 300. Also käme die 300 hier drauf. Push-Konstante 10, dann wäre die 10 hier drauf, dann käme die Division, dann würde die 2 runternehmen, dann würde das Resultat, was dann 30 ist, wieder drauf tun. Und ganz am Schluss kommt noch die Addition, der holt wieder 2 runter und tut das Resultat drauf, haben wir also dann 530 am Schluss auf dem Stack. So, alle diese typischen Bytecodes, die man so kennt, also Java, Smalltalk, auch zig andere, sehen eigentlich im Großen und Ganzen so aus. Mit kleineren Details. Also sie haben alle Instruktionen, um irgendwelche Variablen auf den Stack zu bringen und vor allem ein paar Rechenfunktionen oder Built-in-Funktionen, die dann was mit den Top-Stack-Elementen machen. 1 bis N Elemente runterholen, ein Resultat ausrechnen, was Neues drauf machen. Das waren jetzt mal die Built-in-Geschichten. Das heißt, für die ganzen Built-in-Sachen, das was bei uns Built-in-Funktionen waren, für die plus, minus, mal, geteilt. Für Cons brauchen wir auch was, der erwartet 2 Argumente, er holt die runter, generiert eine neue Zelle, legt die Zelle, eine Referenz auf die Zelle, dann auf den Stack. Für Car, der erholt 1 runter, das ist die Zelle, holt das Car raus und legt das Car wieder drauf. Dann brauchen wir eine Cutter. Was machen wir im If? Was machen wir im If hier drin? Kommen wir jetzt gleich dazu. Machen wir das mal weg vorläufig, obwohl ich das eigentlich gerade noch lassen wollte. Gut, machen wir das mal weg. Wir haben ja jetzt keine Möglichkeit mehr zu sagen, evaluier mal diesen Tree, weil der Tree nachher gar nicht mehr da ist, sondern nur noch eine Sequenz von Instruktionen. Das heißt, was wir machen können, ist, wir können im If sagen, evaluier entweder mal eine Sequenz von Instruktionen oder eine andere Sequenz. Und dazu brauchen wir sowas wie einen bedingten Sprung. Ich nenne das mal Jump, if true. Und dann kommt hier eine Adresse oder ein neuer P-Counter. Und dazu müssen wir jetzt also sagen, okay, wir müssen alle unsere Instruktionen durchnummerieren, die kriegen alle eine Adresse, sprich, das wird der Index sein von einem Byte in dem Bytecode. Und wir machen dazu eine neue Instruktion, die holt das Top-Level-Element vom Stack runter, guckt, ob es true ist, und wenn es true ist, dann sorgt sie dafür, dass der Interpreter oder dass der Code nachher woanders weitergeht. Eine Sprunginstruktion. Ich übersetze mal ein typisches Ding, ich brauche noch das Equal. Der macht das Offensichtliche, der holt die zwei Top-Elemente runter, guckt, ob sie gleich sind und pusht dann entweder eine True oder ein False drauf. Also wenn wir übersetzen wollen, if equal a 10, dann soll er zurückliefern plus a 100, ansonsten soll er zurückliefern minus a 100 als Beispiel. Dann kompiliert der if, unser Compiler kompiliert für ein if folgende Codesequenz.
Zunächst kommt der Code für die Condition nach diesem Prinzip. Das heißt, er generiert Code, der die Condition evaluiert und das Resultat dieser Berechnung auf dem Top-Stack wieder ablegt. Dann generiert er ein Jump if true, ja, vielleicht auch false, je nachdem, was besser ist. Jetzt hätte ich vielleicht ein false gebraucht, aber eigentlich hat man meistens beides. Jump if false, p-counter. Nehmen wir an, wir haben beide Instruktionen, weil jetzt generiere ich ein Jump if false, Jump if false, an irgendein Label darunter. Und jetzt generiere ich hier den Code rein vom if-Zweig. Das heißt, jetzt kommt hier also mein Push local 0, Push-Konstante 100 und add. Und hier unten kommt der else-Zweig rein. Das heißt, hier wäre ein Push-Local 0, Push-Konstante 100, subtract. Und wenn der Code nachher sequenziell dann irgendwo hier im Bytecode steht und unser Interpreter die nachher abarbeitet, muss er natürlich hier an der Stelle davon nicht in den Code reinlaufen. Das heißt, wir brauchen noch einen unbedingten Sprung, dass wir dann da drüber springen können. Also brauchen wir noch einen Befehl, jump. Jump unconditional. Jump irgendwie an die Stelle und da geht es dann weiter. Das heißt, wenn wir hier rauskommen, haben wir auf dem Top-Stack entweder das, was dieser Teil evaluiert hat oder das, was dieser Teil evaluiert hat. Und das ist genau die Semantik, die unser if implementieren muss. So, damit haben wir eigentlich schon fast alles. Das Einzige, was noch fehlt, ist, wenn wir eine eigene User-Defined-Funktion aufrufen, also ein Call. Dazu brauchen wir eine Call-Instruktion und da müssen wir uns nachher genau überlegen, wie wir unseren Stack organisieren. Also angenommen, ich rufe jetzt irgendwas auf, irgendeine Function fun mit Argument a1 bis an, weiß ich ja nicht notwendigerweise, was das nachher sein wird bei so einer dynamischen Sprache wie Lisp. Jetzt bei einer statischen Sprache kann ich zum Teil dann schon rauskriegen, ob die Anzahl Argumente stimmt und ob das alles passt. Und ja, kommen wir noch drauf zurück. Aber jetzt für unsere generellen Fall, Smalltalk, Java, Ruby, solche Sprachen, da muss ich eigentlich, kann ich theoretisch davon ausgehen, dass das auch zur Laufzeit noch umgebunden werden könnte. Das heißt, das Function ist eigentlich relativ, ich weiß nichts darüber, was es ist. Und da generiere ich jetzt einfach Code, der sagt, ich push mal die ganzen Argumente da drauf und dann springe ich dorthin. So, jetzt, was kann das jetzt in unserem Fall sein, wenn wir komplett unser gesamtes System, also alle User-Defined Functions dann kompiliert haben in Bytecode, kann das ja nur eine andere Bytecode-Funktion sein, wenn es keine Built-in-Funktion ist. Also müsste man den Interpreter dann dazu bringen, dass er dann in der anderen Bytecode-Funktion quasi weiter wieder evaluiert. Das Resultat, das er dort rauskriegt am Schluss, das er zurückliefert, brauchen wir noch eine Return-Instruktion, kommt dann am Schluss als Resultat wieder auf den Stack drauf. Das heißt, unser Call, Function Call wird immer so sein, er pusht die Argumente, also push, und zwar, das kann eine ganze Sequenz sein, weil das kann ja wieder ein kompletter Ausdruck sein, komplexer, sowas wie hier oben. Also generiert Code, um A1 zu pushen bis push AN. Und eigentlich streng genommen muss er die Funktion sogar auch evaluieren, weil das könnte auch eine Expression sein. Das muss ja nicht unbedingt notwendigerweise ein einfaches Symbol sein, sowas, sondern das könnte auch theoretisch schon wieder irgendwas Komplexes sein, wie ein Lambda oder sonst irgendwas ganz Blödes. Und deswegen wäre es am besten, wir rechnen, damit wir auch eine definierte Berechnungsreihenfolge haben, dass wir sagen, von links nach rechts evaluieren wir es, berechnen wir das zuerst. Also push function. Und dann führen wir eine neue Instruktion ein, die heißt call. Und damit der call nachher weiß, zur Laufzeit, wo denn die Funktion steckt auf dem Stack, muss man hier angeben, wie viele Argumente habe ich gepusht. Zum Beispiel. Also hier in dem Fall mit call mit n Argumenten. Und unseren Bytecode-Interpreter machen wir nachher so, wenn der das dann evaluiert, wenn er es dann ausführt, dass der dann im Stack n Plätze hochguckt, das Ding holt und guckt, was das ist und dann entsprechend dort weitermacht. Und das war es schon auf der Caller-Seite. Wir erwarten, dass die aufgerufene Funktion, und das ist auch geschickt, in Lisp muss ja jede Funktion was zurückliefern wird. Das heißt, wir erwarten, dass hinterher dann der Stack so aussieht, nach dem Call, wenn ich hier wieder rauskomme, dass die Argumente runtergenommen wurden und auch die Function, die vielleicht noch drauf war, und nur noch ein Return-Wert drauf ist. Das heißt,
So eine User-Defined-Function, wenn wir die aufrufen, verhält sich genauso wie eine Built-In-Function, die hinterlässt ein Resultat auf dem Top-Stack. Und damit haben wir so ein einheitliches Bild, da brauchen wir uns dann nirgendwo mehr drum kümmern. Ja, dass die aufgerufene Funktion nachher am Schluss irgendwie was zurückliefern können, brauchen wir hier noch einen Return, also hier haben wir den Call noch, Call mit N. Und dann brauchen wir noch eine Return-Instruktion, die dann später im Prinzip aus einer aufgerufenen Funktion wieder zurückgeht. So, jetzt haben wir zwei Aufgaben. Zum einen müssen wir mal einen Compiler bauen, der unsere eine Lambda-Funktion nimmt und so eine Kette erzeugt in einem Byte-Array oder in irgendeiner Datenstruktur. Dann müssen wir die installieren können in unser System rein. Das heißt, wir brauchen sowas wie Install Compiled Function oder sowas, vielleicht auch wieder als Built-in Function, damit wir aus dem System raus das machen können, jetzt für uns. Und dann müssen wir unseren Eval so ändern, dass er zusätzlich zu der User-Defined Function noch eine Bytecode-Defined Function erkennt und die dann aufruft. Und fürs Erste würde ich mal sagen, es macht es nur komplizierter, dass wir, wenn wir mal in einer Bytecode-Funktion sind, dass wir es nicht unterstützen, dass man wieder rausspringt in den AST. Das heißt, die Bytecode-kompilierte Funktion muss nicht notwendigerweise wieder eine AST-Funktion, also eine Funktion aufrufen können, eine User-Defined-Funktion, die nicht Bytecode-kompiliert ist in unserer Implementierung. Das macht es nämlich ein bisschen komplizierter, weil die verschiedene Konzepte haben von Stack und so weiter. Und die meisten Systeme, die man so kennt, machen das eh nicht, unterstützen es. Also wenn Sie zum Beispiel Java sehen, also zum einen bei Java ist zur Laufzeit gar nicht so einfach möglich, sowas zu erzeugen. Es ist indirekt möglich, weil der Compiler extern ist und generiert einen File, wo der Bytecode dann drin liegt und das File kann man dann reinladen. Aber ich habe keine Built-in-Compiler, wo ich jetzt sagen kann, ich habe ja auch keinen AST-Interpreter in Java normalerweise. Wobei mit Groovy das schon wieder anders wird, aber gut. Das heißt, die sehen ein bisschen anders aus. Da sieht das System so aus, dass man einmal einen Compiler geschrieben hat, der erzeugt diese Bytecodes und schreibt sie in ein File rein im definierten Format und hinterher habe ich eine Funktion, eine Built-in-Funktion in meinem System, die heißt dort LoadLibrary oder was weiß ich, LoadChar, das mir dieses Ding dann wieder reinlädt. Eine andere Geschichte noch vielleicht an der Stelle, das ist eigentlich der Satz von Bytecodes, den wir für unser Lisp brauchen. Und Sie sehen, wenn Sie mal sich die Bytecode-Definition von einer Java-virtuellen Maschine angucken, dann sieht es sehr ähnlich aus. Nur, dass zum Beispiel add in 4 oder 5 verschiedenen Ausprägungen vorkommt. Da gibt es ein add integer, add longs, add was weiß ich, was floats und doubles und so weiter. Und das gleiche für sub, mul und diff. Cons gibt es da nicht, das heißt dort im Prinzip new. Weil das ist unser new, unser einziges Objekt, das wir allokieren können zur Laufzeit. In Lisp ist nur eine zweizählige Cons. In Smalltalk oder in Java oder in solchen Sprachen muss ich natürlich noch eine Typinformation, also von welcher Klasse wird das eine Instanz sein. Das heißt, da hat das Cons, heißt dort zum Beispiel New mit Klasseinformation. Char und Cutter entspricht Gettern, also quasi Variablenzugriff aus einer Instanz raus. Das sind Getter und Setcar habe ich noch vergessen. Das brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Also ein Setcar und ein Setcutter. Das wären unsere Setter. Jump, Jump if true, Jump if false gibt es dort genauso. Equal gibt es wieder in zig Ausprägungen, gleich Integer, gleich Float, gleich Double, gleich Pointer und so weiter. Und ein Call gibt es auch in 2 Ausprägungen und ein Return gibt es. Aber im Grunde genommen, so vom Konzept her, von der Idee her, ist das genau dasselbe. Nochmal zurückgehen, es ist nicht notwendig, dass es eine Steckmaschine ist, für die man Code erzeugt. Also, aber es ist das Einfachste, weil der Compiler wird dadurch relativ simpel. Und auch die Implementierung des Bytecode-Interpreters, der das nachher abarbeiten muss, wird auch relativ simpel. Es gibt auch Systeme, die machen es ein bisschen komplizierter, die so ein Registermodell haben. Da gibt es diese LLVM, das ist auch so eine virtuelle Maschine, die hat ein bisschen kompliziertere Modelle, die sie unterstützt. Allerdings muss ich mich dann als Compilerschreiber unter Umständen mit irgendwelchen Registernummern und solchen Geschichten rumschlagen und das wollen wir jetzt eigentlich gar nicht machen auf die Schnelle. Ja, das wäre soweit, glaube ich, mal alles. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie sieht zur Laufzeit unser Modell des Bytecode-Interpreters aus. Also, Sie erinnern sich, unser voriger AST-Interpreter, der hatte im Prinzip bloß die Current Continuation, das war das Einzige, in dem er gearbeitet hat. Hier brauchen wir ein bisschen mehr. Und was nehmen wir jetzt weg? Den rechten Teil. Ich nehme mal den Teil weg. Das wäre vielleicht noch interessant, das lassen wir mal da. Naja,
Machen wir es auch weg. Also ich habe vorher schon angesprochen, es gibt einen Stack und einen Stackpointer und es gibt einen Current Bytecode, das ist das Objekt, das er gerade abarbeitet. Also er hat einen Program Counter, der zeigt irgendwo in einen Byte-Bereich rein, in dem sind die Instruktionen drin. Instrus schreibe ich hier mal drin rein. Achso, die Instruktionen stehen natürlich nicht symbolisch als Strings da drin, sondern die werden natürlich nur numerisch kodiert. Also das ist ja klar. Das muss ich kurz vorwegnehmen. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie wir die kodieren. Also das fangen wir einfach mal an. Wir sagen jetzt, okay, für jeden Instruktion nehmen wir mal ein Byte, deswegen heißt es Bytecode. Und wir fangen einfach an und sagen Push-Konstante kriegt die Codierung 0, das kriegt 1, 2, 3, 4, das ist völlig beliebig, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Und dann brauchen wir hier natürlich, bei denen ist es einfach, da reicht ein Byte, weil add braucht nichts Zusätzliches. Vielleicht wenn wir add integer, add float, add double hätten, könnten wir uns noch überlegen, ob wir sagen, können wir uns entscheiden, ob wir sagen, wir nehmen dafür 4 Bytecodes, also 2, 3, 4, 5 für Add, Integer, Float, Double und was weiß ich. Oder ob wir ein zweites Byte nehmen, wo dann drin steht, was er zu addieren hat. Das ist unsere Entscheidung. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch was. Und jetzt ist die Frage, wo wird die Konstante, ich habe da ein N vergessen, Konstant, wo wird die Konstante abgespeichert? Also soll die jetzt in dem Bytecode selber mit drin stehen? Nehmen wir an, Sie haben Folgendes. Sie sagen, ich rufe eine Funktion f auf und ich gebe dir als erstes Argument Quote 1, 2, 3. Das hier ist ja eine Compiler-generierte Konstante, die hat ja der Reader tatsächlich schon angelegt. Der Reader hat ja daraus schon im Prinzip eine Liste gemacht und das Quote würde ja dann diese Liste 1 zu 1 zurückliefern. Das heißt, wenn unser Compiler jetzt nachher drüber läuft und will dafür Code generieren, dann will er eigentlich gerne sagen, die Liste existiert ja schon, die hat mir mal der Reader schon angelegt und das, was der Quote macht, mache ich jetzt auch. Ich generiere Code, der das einfach 1 zu 1 liefert. Aber wie soll er das machen? Das heißt, er muss jetzt einen Push-Constant-Befehl generieren. Push-Constant. Und jetzt, wo soll die Konstante stehen? Weil die Konstante existiert zu dem Zeitpunkt schon, aber nur als Referenz auf ein Objekt, nämlich auf so eine Constzelle, die schon irgendwann mal der Reader angelegt hat. Und die muss ich jetzt irgendwie hier eine Instruktion erzeugen, die nachher dazu führt, wenn ich zur Laufzeit das ausführe, dass diese eine Referenz auf diese Zelle dann letztendlich gepusht wird. Also ich will ja nicht zur Laufzeit dann diese Liste hier neu allokieren. Das ginge noch, aber bei Strings oder bei Symbolen oder bei irgendwelchen langen Zahlen oder sowas macht das gar keinen Sinn. Also was braucht man? Man braucht irgendwo eine Tabelle, wo solche Konstanten liegen. Konstantentabelle. Und mein Push-Constant-Befehl kriegt als Argument dann einen Index in die Tabelle. Und unser Code-Objekt, Sie erinnern sich, das, was der Lambda bisher angelegt hat, da war Argument-Liste, Environment und Body drin, wird jetzt ein bisschen komplexer. Also wir führen jetzt zusätzlich zu der User-Defined-Function, die ja, wie gesagt, Arg-List hat, Body und Environment, Parent-Environment. Das war der State, der in der User-Defined-Function drin war. Definieren wir jetzt noch eine Bytecode-Function und die hat folgenden State. Zum einen hat sie eine Referenz auf den Bytecode, also das wäre quasi das Ding da oben, wo die Instruktionen drin liegen. Dann hat sie eine Referenz auf eine Konstantentabelle, Const-Table. Manchmal nennt man es ja auch Literal-Tabelle, Literals. Und die zeigt, die kann aber leer sein, die Referenz, weil wenn da keine Konstanten drin vorkommen in so einer Funktion, brauche ich das nicht. Aber in diesem Fall schon, die zeigt auf eine Tabelle, wo drin sind Pointer auf vorgenerierte Konstanten. Also in dem Fall zum Beispiel unsere Liste 1, 2, 3 würde hier eine Referenz drin stehen. Oder wenn Sie nur Floating Point Konstanten drin haben oder Large Numbers oder irgendein Strings. Strings ist auch ein schönes Beispiel. Ein String Hello, wenn da drin steht, wenn da noch drin steht, was weiß ich, Display Hello, dann würde da auch in der Konstantentabelle irgendwo eine Referenz auf diesen Hello-String stehen. So, und unser Push-Constant hätte dann einen Index in der Tabelle. Also wenn wir sagen, okay, Push-Constant ist ein 2-Byte-Befehl, ein Byte 0 für den Opcode und der zweite wäre dann der Index,
dann könnte ich bis 256 Konstanten damit adressieren. Klar, von 0 bis 255. Mag für die meisten Funktionen reichen. Es könnte aber natürlich sein, dass Sie so einen Code-Generator bauen, der irgendwie, was weiß ich, was reinliest und dann eine große Funktion draus macht mit 65.000 Konstanten drin. Da könnte es sein, dass Sie vielleicht da 2 Bytes brauchen. Es könnte sogar sein, dass die 2 Bytes auch irgendwann mal nicht mehr reichen. Also de facto ist es so, die meisten Systeme haben das in mehreren Varianten. Die sagen, es gibt einen Push-Constant mit einem Byte-Offset und dann habe ich noch einen zweiten Push-Constant, also es wäre Push-Constant. Dann gibt es einen Push-Constant, also mit Single-Byte, mit 2 Byte, der hat dann hier, was weiß ich, Index Low und Index High, also 16-Bit-Offset und vielleicht sogar noch ein Push-Constant mit 3 oder mit 4 Byte und dann kämen noch 4 Bytes hinterher, zack, wo dann der Index kodiert wird. Ja. Also meistens fängt man an und sagt, ach, so große Programme gibt es ja eh nie, oder dann kann man sogar aus der Not eine Tugend machen und sagen, große Methoden, große Funktionen ist ja unschön, das ist bad style, deswegen darf man das gar nicht machen, das heißt, man behauptet seine Schwäche damit weg, aber in Wirklichkeit würde ich das gleich von Anfang an implementieren und auch supporten, weil, wie gesagt, nachher kommt einer mit einem Code-Generator her und da weiß man nie, was da passiert. Da passieren dann schon schlimme Sachen manchmal, ganz große Dinge. So, das wäre jetzt der Push-Constant. Was man auch noch machen kann, man kann natürlich sagen, es gibt ein paar prominente Konstanten, die kommen so häufig vor, dass es vielleicht wert wäre, dafür einen speziellen Opcode zu machen. Also sowas wie nil, true, false, 0, 1, also die Zahlen 0 an 1, minus 1, die kommen so häufig vor in Programmen. Man sieht ja in jedem, fast jedem Programm, was wir hier als Demo gemacht haben, kommt irgendwo eine 1 vor, wenn man es zum Beispiel für die Rekursion braucht, um 1 runterzuzählen oder raufzuzählen oder sowas. Das heißt, man könnte sich auch noch überlegen, dass man sowas hat wie, ist jetzt aber optional, push int und dann hat man hier hinten ein Byte, wo man dann Integers von 0 bis 255 oder von minus 128 bis plus 127 kodieren kann und dann spart man sich für diese häufig vorkommenden kleinen Konstanten, dass man dann nachher eine Konstantentabelle dafür braucht. Oder häufig spart man sich die Konstantentabelle dann komplett, wenn in so einer Methode oder so einer Funktion nur kleine Konstanten drin vorkommen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, wir machen erstmal das generelle Prinzip, das ist vielleicht überhaupt eine gute Idee zur Implementierung. Machen Sie erst den Allgemeinfall und dann kümmern Sie sich um einen Spezialfall und dann kümmern Sie sich um Optimierungen. Also nicht, Early Optimization ist die Quelle allen Übels. Erst einmal das Ding richtig machen und dann schnell machen. Und dann kann man immer noch sehen, also nicht gleich am Anfang sagen, oh, weil wenn man zu früh anfängt zu optimieren, dann baut man vielleicht sich Sachen ein, die einem nachher dann irgendwas hinterher was verbauen, was man vielleicht vorher nicht bedacht hat. Also eine schöne Sache ist natürlich Java, zu früh optimiert auf bestimmte Dinge. Jetzt haben sie Riesenprobleme, die Lambdas und Closures reinzukriegen, weil sie halt gewisse Dinge einfach zu früh falsch oder, naja, nicht falsch, die haben es schon bewusst gemacht, aber sie haben es vielleicht falsch eingeschätzt, ob man das so braucht oder nicht. Gut, das waren die zwei. Push-Local, ähnlich kann man auch sagen, naja, 255 lokale Variablen, das ist mehr als genug, ist es auch im Allgemeinen, aber vielleicht sehen Sie auch vor, dass Sie da 2 Byte, obwohl das können Sie auch nachträglich noch machen, wenn Sie dann jemals dazukommen. Bei den Locals ist es nicht ganz so kritisch wie bei der Anzahl Konstanten. Und hier genau das gleiche, Jump. Bei einem Jump müssen wir uns überlegen, wenn wir nachher die Instruktionen hier alle drin haben und hier ist ein Jump-Befehl, dann muss der natürlich den Index des Bytes, an dem es weitergeht, irgendwo kodiert haben. Das heißt, da steht dann zum Beispiel drin, wenn das Bytecode 0, 1, 2, wenn ich hier durchnummeriere, 4, 5, da steht dann zum Beispiel drin, springe zum Bytecode 5. Das passt in ein Byte rein, die Nummer 5. Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen, auch hier müssen Sie vorsehen, dass da mal mehr als 255 Bytes drinstehen, dass es also ein längeres Programm wird. Das heißt, der Jump muss auch in 2 Ausprägungen oder gleich in einer langen Ausprägung, können Sie sich alles überlegen, vorkommen. Es gibt auch noch die Möglichkeit oder 2 Varianten, entweder relativ, Sie können sagen, ich hier in dem Delta-Byte, in dem Byte steht ein Delta drin, also plus minus, wie viele Bytes soll er weiterspringen, weil die meisten Sprünge sind in der Umgebung. Das heißt, es würde den Code kompakter machen. Oder Sie geben eine absolute Bytecode-Adresse an, wo es dann hingeht. Das sind so Dinge. Warum macht man überhaupt Bytecode? Also damit der Code kompakt ist. Bytecodes sind entstanden in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, das klingt toll, wo es wirklich nur Maschinen gab mit 512 Kilobyte, aber das war schon viel. Also mit ganz kleinen Maschinen und da war das wirklich, da ging es um jedes Byte.
Das ist heute nicht mehr wirklich so dramatisch. Also das kümmert heute eigentlich kein Mensch mehr. Man ist heute eher bereit oder bereit, Geschwindigkeit für kompakten Code einzutraden. Aber ja, gut. Ja, also ich würde hier mal auf jeden Fall vielleicht zwei oder sogar drei Jump-Varianten vorsehen. Eine mit einem 1-Byte-Offset oder Adresse 2-Byte und 4-Byte. Das gleiche bei Jump-If-True und Jump-If-False. Weil wenn Sie das nachher nicht haben, wenn Ihre Bytecode-Maschine zum Beispiel nur relative Sprünge, also viele Maschinen, auch viele CPUs haben das dummerweise, die haben dann für die bedingten Sprünge bloß plus minus 128. Und bei den absoluten Sprüngen, also bei den Unconditional-Sprüngen, da haben Sie dann meistens auch, kann man weiterspringen. Und dann muss der Compiler dafür sorgen, dass er so Jump-Inseln erzeugt, dass die bedingten Sprünge dann wieder auf den Jump springen, weil sie nicht weiterkommen. Und das macht die Code-Generierung furchtbar komplex, weil der muss dann immer wieder an bestimmten Stellen eine Jump-Insel einbauen. Und die Jump-Insel kann er aber nicht überall hinbauen, sondern die muss ja im Umkreis von 128 Bytes dann um die Instruktion drumherum sein. Da könnte aber normalerweise auch anderer sinnvoller Code entstehen, wenn die Funktion eben länger ist. Das heißt, er muss dann mitten in den Code dann plötzlich hier drüber springen über die Jump-Insel, da reingenerieren eine Jump-Insel, damit er da oben von dem bedingten Sprung dorthin springen kann, damit er wieder wegkommt. Furchtbar umständlich. Also wenn dann der Jump auch bloß 128 Bytes weiterkommt, weil es wirklich eine saudumme CPU ist, so ein alter 6800 oder sowas, dann hat man da echt ein Problem als Compiler-Schreiber. Das können Sie sich gleich von vorne einsparen. Aber wie gesagt, es gibt so Maschinen, die das, gerade in dem Embedded-Bereich, die sind da furchtbar teilweise blöd. Deswegen, das machen wir nicht. Wir wollen ja unseren Interpreter einfach machen. Call N, der braucht bloß ein Byte. Da hätten wir wieder die gleiche. Also gut, wenn wir hier oben sagen, wir lassen bloß 256 Argumente zu, dann kommen wir hier unten in dem Call auch mit einem Byte aus, weil dann können wir gar nicht mehr aufrufen. Beziehungsweise brauchen wir nicht mehr aufrufen, mehr nachher zulassen. Wenn Sie hier oben mehr als 256 Argumente zulassen, bauen Sie entsprechend im Call auch zwei Varianten, eine mit einem Byte, eine mit zwei Bytes. Also sagen wir mal, wir machen es mit einem Byte, also unser Call hätte hier hinten noch ein Byte. In Return braucht nichts. Setcar, Setcoder, die brauchen auch nichts. So, also das sind alles die One-Byte-Dinger. Ich mache mal ein Kästchen so drumherum mit einem Byte. Hier haben wir zwei Bytes, das sind die zwei Kästchen, ein Byte. Hier haben wir zwei Minimum, aber vielleicht würde ich vorschlagen, dass man da auch nochmal dann eins mit, vielleicht sogar mit vier Byte macht. Das gleiche für die hier und hier oben haben wir es schon besprochen. Okay, also wir haben hier ein Bytecode-Function, die hat einen Bytecode-Referenz. Eine Konstantentable und jetzt kommt noch eins dazu für die Inner Functions werden wir auch hier ein Parent Environment brauchen. Das heißt, wir werden, wenn ich jetzt eine innere Funktion definiere, die auch als Bytecode abgearbeitet wird, wird auch die Inner Funktion natürlich genauso, unser Make-Adder-Example von vorher, wird natürlich genauso auf die Variablen von seiner Outer-Ding zugreifen müssen. Das heißt, wir werden auch hier sowas wie ein, also es war ja hier das Containing Environment, sowas wie ein Home Environment oder also ein Environment in der Funktion, in der ich definiert war. Nur worauf soll das zeigen? Wir haben ja keine Environments mehr zur Laufzeit, sondern wir haben nur noch Stackframes oder einen Stack. Das heißt, wir müssen uns hier überlegen, wie wir den Stack organisieren, damit es nachher funktioniert. Das ist unser Hauptproblem eigentlich. Und da sprechen wir jetzt mal drüber. Also ich lasse das mal noch offen. Bei Java brauchen Sie das nicht, weil Java erlaubt es nicht, so eine Inner Function, dass die da noch so Referenzen hat. Es gibt da auch Wege, das zu umgehen. Also man kann, ich zeige das nachher, wie man das umgeht. Gut, jetzt gehen wir also los und sagen, wir organisieren unseren Stack, oder jetzt unsere Maschine, die sowas gerade auszuführen hat. Das heißt, unser Bytecode Interpreter hat jetzt also als State einen P-Counter und einen Current Bytecode. Das ist eine Referenz auf den Code der gerade ausgeführten Methode. Also sprich, vielleicht machen wir es so, das wäre der Current Bytecode und der P-Counter ist ein Index da drin. P-Counter ist ein Null-Based Index da drin. Das macht es eigentlich viel einfacher, weil unsere Jump-Instruktion, wenn wir nachher sehen, die wird total trivial, die macht nichts anderes als nur den P-Counter umsetzen auf sein Argument. Und dann hat sie einen Stack. Und die,
Die erste Entscheidung, die wir auch, oder eine Entscheidung, die wir auch fällen müssen, die wir schwierig hinterher wieder ändern können, wir können sie noch ändern, aber da müssen sie dann wieder ein bisschen was umbauen, ist die Frage, ob unser Stack ein großer Stack wird für alle Funktionen oder ob wir einzelne Stacksegmente machen und jeweils quasi einen kleinen Mini-Stack für jede Funktion haben, die aufgerufen wird. Ich würde dafür plädieren, eine Kombination von beidem zu machen. Und zwar, wenn wir einen großen Stack haben, und wir sehen hier, das Problem ist nämlich, dass die Objekte alle unterschiedlich groß werden nachher da drauf, weil jeder hat unterschiedliche Anzahl lokale Variablen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Funktion f haben mit zwei Argumenten a und b, dann liegt ja hier nachher das f, hier liegt das a, hier liegt das b auf dem Stack. Vom Aufruf, Sie erinnern sich, der Call evaluiert das f als erstes auf den Stack. Dann kommt der Call in das Ding rein. Da muss ich mir auch noch irgendwo merken, wo es wieder zurückgeht, eine Return-Adresse. Das, was wir bisher in der Continuation gehalten haben, die Return-Adresse, der P-Counter, brauchen wir hier auch. Das heißt, hier müssen wir irgendwas noch frei halten, Return-Adresse. Und vielleicht sogar brauchen wir mehr hier. Also wenn wir unseren Interpreter jetzt so aufbauen, wie er jetzt ist, reicht eine Return-Adresse nicht. Wir brauchen nämlich eigentlich den Bytecode, wo wir waren, und den Offset, in dem wir waren, als Return-Adresse. Das heißt, ich lasse es mal offen, ob eine Return-Adresse, also die Return-Adresse, ich schreibe mal Return-Info, dann kann ich es noch offen lassen, was es im Konkreten bedeutet. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt in der neuen Funktion drin und die neue Funktion arbeitet dann hier drin. Zum Beispiel kann die da jetzt wieder irgendwelche temporären Sachen, komplizierte Expressions aufbauen, so wie da drüben. Das heißt, der Stack wächst hier schon mal an und jetzt ruft sie wieder ein G auf. Auch wieder mit, was weiß ich, x, y, z. Das heißt, die pusht jetzt hier ein x, ein y und ein z auf den Stack und natürlich wieder die Adresse vom g drüber. Da ist beliebig viel dazwischen. So. Und so weiter und so fort. Und wenn jetzt das g am Schluss ein Return macht, also sagen wir mal, die sagt am Schluss Return und hat vorher einen Push nil gemacht, Push-Konstante nil, dann muss ja hier unten die Return-Instruktion das alles wieder abräumen. Und oben auf dem Stack dann das Nil lassen. Da, wo eigentlich dieser Function-Pointer war, da muss nachher das Nil stehen. Und letztendlich muss nachher der Stack-Pointer hier wieder drauf zeigen. So, das funktioniert prima. Und das implementieren wir jetzt auch als erstes einmal. Das ist das Konzept, was jetzt so eine Sprache wie Java hat. Kritisch wird es, wie gesagt, wenn ich eine Inner-Function habe, weil eine Inner-Function, die hat ja dann Referenzen auf ihre lokalen Variablen. Und der Stack wird ja wieder überschrieben. Wenn ich jetzt also wieder zu f zurückgehe, hier mache ich hier wieder mein Return, und f ruft als nächstes nochmal ein h auf, dann würde im Normalfall dieser Stackbereich von dem Aufruf für h überschrieben werden. Da werden ja wieder Evaluierungen passieren auf dem gleichen Stack, der wird wieder abgeräumt, wird wieder größer, wird wieder kleiner. Und das, was da steht, ist nicht sicher. Das kann jederzeit überschrieben werden. Wenn aber jetzt das G eine Inner Function rausgegeben hätte, also quasi ein Lambda, was dann seinerseits wieder auf X zurückgreift, dann war das ja in unserem Environment-Fall relativ einfach. Der hat einfach dieses Environment, weil das war ein heap-allokiertes Objekt, hat er sich einfach gemerkt und der Garbage Collector hat sich darum gekümmert, dass es vielleicht irgendwann einmal weggeht, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Aber in diesem Fall, wenn wir so einen Stack haben, haben wir ein Riesenproblem natürlich. Wir können nicht einfach eine Referenz auf dieses Stackframe, also auf diesen Bereich hier zurückgeben, weil der Bereich ständig wieder überschrieben wird. Das heißt, hier muss unsere Return-Instruktion intelligenter sein. Die muss nämlich dann sagen, wenn auf mein Frame eine Referenz rausgegeben wurde, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass dieser Bereich gerettet wird. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass er zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Return mache, dieses Stackframe umkopiert und ein Heap-Objekt draus macht. Also quasi ein reguläres Objekt, alles da drin umkopiert. Und denjenigen, der sich die Referenz hat geben lassen, patche. On the fly. Er könnte es auch schon rauskopieren zu dem Zeitpunkt, wo er die Referenz rausgibt, also da, wo er das Lambda macht. Wäre auch eine Möglichkeit. Die zwei Möglichkeiten hat man. Die erstere ist effizienter in der Summe, weil nämlich häufig Frames zwar Referenzen rausgegeben werden, aber die überleben den Caller nicht. Also wenn ich nur nach unten Lambdas generiere und die als Argument einem Enumerator zum Beispiel oder einem Stream oder sowas mitgebe, dann
überlebt dieses rausgegebene Frame oder ist nicht mehr live, es gibt keine Referenzen mehr drauf im System, wenn ich wieder zurückkomme, weil der das nur verwendet. Kritisch ist also nur der Fall, wo ich eine Referenz rausgebe und der die unten irgendwo merkt. Das könnte man mit einer Write-Barriere vom Garbage Collector aus der letzten Vorlesung, könnte man das erschlagen, und das machen auch die Systeme so, die guten. Das heißt, die guten Systeme, die allokieren zunächst mal auf dem Stack und in der Write-Barriere merken sie sich, dass irgendwo eine Referenz auf dem Stack-Frame quasi gehalten wurde und der Return und die Write-Barriere markiert dann dieses Frame irgendwie mit einem kleinen Punkt und das Return guckt, hat es eine Markierung und macht dann Gesundheit, macht dann eine Kopie von diesem Frame, von diesen lokalen Variablen auf dem Heap. Also relativ komplex. Relativ komplex. Und Sie können sich das umgehen, diese Arbeit, indem Sie von vornherein sagen, ich mache das nicht so, sondern ich mache zum Beispiel einfach eine Kette von, man könnte zum Beispiel sagen, ich allokiere alle meine Stackframes vor. Ich verwende gar keinen zusammenhängenden Stack, sondern ich allokiere die alle auf einer Kette. Und wenn ich jetzt einen Call, wenn ich ein neues allokieren will, vielleicht eine doppelt verkettete Liste sogar am Anfang gleich, beliebig groß. Und wenn ich jetzt einen Call mache, dann gehe ich einfach hier rüber und arbeite da weiter. Und wenn ich einen Return mache, gehe ich wieder zurück, ähnlich wie bei unseren Continuations. Wenn ich aber ein Ding mache, eine Closure brauche und ich habe eine Referenz darauf gehalten, dann nehme ich das einfach aus der Kette raus und lasse es den Garbage Collector nachher irgendwann mal beiseite räumen. Das kann man machen. Das Problem, das man hier hat, handelt man sich jetzt wieder ein anderes Problem ein, ist, dass diese Frames nicht alle gleich groß sind, wie ich vorher gesagt habe. Das heißt, hier hat man jetzt das Problem, wie müsste ich eigentlich die Dinger dann entweder überallokieren, das heißt, die sind alle so groß wie das maximale Frame, das jemals vorkommen kann. In unserem Fall, wie groß kann das maximale Frame sein? Die Anzahl Argumente plus die maximale Stecktiefe und so weiter, das ist eigentlich schwierig vorauszusagen. Also es wird Teufel oder Belzebub, hat man die Wahl, was macht man? Man kann natürlich auch sagen, ich allokiere die nicht so groß und ich habe vielleicht hier außerhalb nochmal Referenzen auf dem Bereich, wo ich dann tatsächlich meine Variablen halte. Das könnte sogar wieder ein zusammenhängender Bereich sein. Das heißt, hier habe ich gar nicht diesen Stack, habe ich nicht hier, den habe ich schon wieder außerhalb, aber habe ich hier an der Stelle. Und wenn ich jetzt einen Return mache, dann kann ich hier relativ leicht umschaufeln. Kann die woanders hin tun oder kann die woanders allokieren. Ich muss dann nur diesen Pointer umsetzen. Also überlegen Sie sich da mal verschiedene Varianten durch. Ich bin eigentlich zu der Lösung gekommen, wo ich das jetzt hier programmiert habe für Sie oder mal auch die letzten paar Vorlesungen, dass die beste Lösung war eigentlich die hier, dass man hier einen zusammenhängenden Bereich hat, das ist auch die effizienteste, und dann über die Write-Barriere feststellt, wenn sich jemand eine Referenz geben lässt. Wenn Sie eine Programmiersprache implementieren wollen wie Java, dann machen Sie sich das Leben natürlich leicht, dann haben Sie das Problem nicht. Sie würden einfach sagen, meine Sprache kann das nicht, kann keine Closures, und dann ist das Problem weg. So, Sie sehen auch, das ist der Grund, warum die sich damit schwer tun, sowas in C oder in C++ nachträglich noch einzubauen, weil das Ganze basiert natürlich auf einer gewissen Implementierung, auch effizienter Implementierung. Und dann solche Dinge machen natürlich dann, also wenn ich hier überall noch prüfen muss bei Schreiboperationen, ob da jetzt eine Write-Barriere, also ob da so eine Referenz irgendwo rausgegeben wird. Sie erinnern sich, die Write-Barriere, die wir zwischen Old und New Space hatten zum Beispiel, die kann hier natürlich genauso operieren, weil sie nämlich sagt, ich lege das in einem bestimmten Adressbereich an oder markiere das mit irgendeiner Kennung und immer wenn ich eine Referenz auf so eine Adresse hier rausgebe, also auf so ein Stack-Frame, sprich sowas, dann merke ich mir das in irgendeiner Liste. Und der Return, und also sprich, wo das referierende Objekt, natürlich nicht das Objekt, was da rein kann, und der Return würde dann in der Liste dann aktualisieren, das Ding umkopieren auf den Heap und dann das Objekt, das dieses Ding referenziert hat, dann updaten. Also implementieren wir es so. Und ja, aber mit was fangen wir an? Fangen wir mit einem Compiler an oder fangen wir mit einem Bytecode-Interpreter an? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Bytecode-Interpreter an. Der Bytecode-Interpreter selber, also wie gesagt, der hat diesen State, also er hat einen Stack-Pointer, er hat natürlich diesen Stack, der aber für alle Methoden jetzt gilt. Er hat einen Current-Bytecode,
Referenz, das ist quasi der Block von Bytes. Er hat einen P-Counter und er hat, naja, statt, er hat zusätzlich eine Referenz auf die Current Constant Table. Wobei, das kann man sich auch sparen, diese zwei Referenzen. Im Grunde genommen würde ihm auch reichen, eine Referenz auf die Current Bytecode Function. Da kann er nämlich auch an beide Objekte wieder rankommen. So, und das ist die Info. Die Info, ja, die Current Bytecode. Das ist die Info, die er sich hier merken muss. Er muss sich nämlich merken, wo war ich, in welchem Bytecode. Eigentlich die Bytecode Function wäre vielleicht am besten. Da kann er nämlich die Constant Table beim Return wieder rekonstruieren und er kann auch die Referenz auf den Bytecode wieder rekonstruieren und er braucht den P-Code, den P-Counter, Current P-Counter, Return P-Counter. Also das heißt, wir brauchen hier zwei Slots auf unserem Stack als Return-Info. So, und was noch vielleicht interessant ist jetzt, was er auch noch sich halten müsste, Stack, der Stack wächst ja nach unten, das heißt, wenn ich jetzt Expressions hier evaluiere, wächst der rauf. Wie finde ich dann noch meine Argumente, wenn jetzt ein Push-Local-Befehl kommt? Also es wäre sinnvoll, wenn er sich noch den Stack beim Entry, also quasi den Top-of-Frame, mein lokales Current-Frame merken würde. Das wäre das hier, sowas wie ein Current-Frame. Current-Frame. So, das, was ich jetzt hier so chaotisch durcheinander gemalt habe, mache ich jetzt gleich nochmal systematischer in ein kleines Bild hier drüben. Also das schmeißen wir mal weg. So. Also wir brauchen eine neue Funktion in unserem System drin, in unserem Interpreter. Die heißt Evaluate Bytecode Function. Evaluate Bytecode. Und die kriegt als Argument die Function, die ihr braucht, die ihr kriegt, also die Bytecode-Function selber und die Argumente, mit der ihr sie aufrufen soll. Das heißt, das sind die evaluierten Argumente, entsprechend unseren evaluierten Argumenten im bisherigen Interpreter. Also evaluated args. Und das Erste, was er machen muss, also und dann hat er lokale Variablen, hat er ein current function, current Bytecode-Function. Und das setzt er natürlich gleich mal auf diese Bytecode-Function, die er auf. Also ich gehe davon aus, dass wir hier jetzt reinkommen vom AST und wenn wir mal da drin sind, wir nur noch weitere Bytecode-Functions aufrufen, also nicht mehr rauskommen in AST. Wir bleiben dann da drin, solange bis fertig ist. Das heißt, wir können nachher in unserem Interpreter sagen, compile Function, irgendeine Factorial und dann können wir das Factorial aufrufen. Aber das Factorial kann seinerseits nicht wieder irgendeine andere nicht Bytecode-kompilierte AST-Funktion aufrufen, nur andere Bytecode-kompilierte Funktionen. Machen wir zur Vereinfachung. Sie können es als Option auch andersrum machen. Das macht den Interpreter noch ein bisschen schicker, wenn Sie das können. Ja, dann können wir nachher im Interpreter sagen, compile function bla, call bla und wir können das dann schön debuggen. Also current bytecode function. Dann der Stack. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es den schon gibt als Datenstruktur. Es gibt also einen globalen Stack. Global ist jetzt mit Einschränkungen zu betrachten, wenn unser Interpreter single-threaded läuft, also nicht unterstützt, dass mehrere parallele Prozesse laufen, dann brauchen wir einen Stack. Ansonsten brauchen wir für jeden Thread einen separaten und entsprechend werden die Write-Barrieren und alles wird höchst komplex, weil man dann nämlich auch aufpassen muss, dass nicht einer vom anderen irgendwas referenziert und so weiter. Erwarte ich jetzt nicht, dass sie das implementieren, das wäre jetzt natürlich dann schon fast das Nonplusultra, das ist dann was für ihr Master, nein, für ihr, vielleicht sogar fürs PhD. Das ist was dann Besseres. Okay, und dann haben wir einen Stackpointer, das wäre der SP. Und das machen wir als Index. Also sagen wir, der ist gleich 0. Und wir definieren, dass der SP immer auf die nächste freie Zelle zeigt. Da kann man auch, gibt es auch verschiedene Philosophien, entweder auf der letzte belegte oder auf die nächste freie. Ist eigentlich egal, sie müssen das konsistent sein und nicht zwischendurch durcheinander kommen, wo der eigentlich drauf zeigt. Ne? Also in unserem Fall fangen wir jetzt bei 0 an. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir alle evaluierten Argumente drauf pushen. Das heißt, wir sagen, for each evaluate at arg, do, was weiß ich, push each. Dann hätten wir, nach dem Aufruf, hätten wir hier oben die args.
Und dann brauchen wir einen Current Frame. Ja, tatsächlich hätten wir im Normalfall hier oben auch, ich bin ja blöd, ich bin ja saudoof. Entschuldigung. Ich habe ja hier vorher gesagt, wir pushen die evaluierte Funktion mit drauf. Das ist ja prima. Da sparen wir uns nämlich hier in der Return-Info was, weil das steht ja eh schon da. Wir müssen uns eigentlich nur den Frame-Top merken. Das heißt, das hier können wir uns sparen. Das ist nämlich dasselbe wie das da oben. Also wir pushen als erstes die Funktion drauf, diese Bytecode-Funktion, die wäre dann hier ganz oben auf dem Stack, also unsere F, und dann wäre hier Argument 1 bis Argument N. Das mache ich mit dem Push-Bytecode-Function hier drauf. Also wie gesagt, eval-bc kommt hier einmal rein aus unserem AST und wird dann nur einmal rausgehen, dann wenn nämlich die letzte, wenn die top, die zuerst aufgerufene Funktion, wenn die zurückgeht. Die darf beliebig viele weitere Bytecode-Funktionen aufrufen, on the fly, aber sie darf nur einmal dann zurückgehen, wieder in AST, also quasi in unser Top-Level, wenn man so will, im Normalfall. Okay, und jetzt ist der Stackpointer aber schon hier unten und ich müsste mir jetzt, wenn ich jetzt nachher an die lokalen Variablen rankommen will, wenn ich jetzt zum Beispiel schon sehr viel berechnet habe hier unten, wird das schwierig. Das heißt, es wäre angenehm, wenn ich mir das Current Frame noch merken würde, also hier eine Variable Current Frame und das setze ich vorher, sorry, jetzt muss ich noch ein bisschen Platz schaffen. Also hier sagt er SP gleich 0. Und Current Frame, ich nenne es jetzt mal BP für Base. BP ist das schön. Also typischerweise heißt es bei allen CPUs BP, Base Pointer. Da gibt es sogar Maschinenbefehle bei der 386 dafür, um das zu verwalten. Und ein extra Register, weil die brauchen das auch auf der Maschinenebene. Ich nenne es jetzt mal, das, genau deswegen nenne ich es mal gleich. BP ist gleich SP. Also dann haben wir hier ein BP. Basepointer, der zeigt quasi auf das Top von unserem Frame und wenn wir später einen Push-Local-Befehl ausführen wollen, dann müssen wir einfach hier um N runtergehen. Dann kommen wir mal an die Locals ran. Und wenn wir wieder aufräumen wollen, wenn wir wieder zurückgehen, eine Return-Instruktion, müssen wir einfach den SP wieder auf das BP setzen. Dann haben wir den Stack wieder aufgeräumt, egal wie viel wir vorher allokiert haben und sind wieder in einem sauberen Zustand und können dann quasi wieder den Return machen. Also wie gesagt, das ist die typische Steckverwaltungsmechanik, die auch manche CPUs sogar in Hardware-Instruktionen unterstützen. Also beim 386 gibt es einen Enter-Befehl, der sagt, er subtrahiert was vom Stackpointer und setzt den Current BP auf den Stackpointer vorher. Dann in einem Befehl, also eine Instruktion. Und dann gibt es einen Leave, der setzt den Stackpointer wieder auf den Current BP und ich bin mir nicht mal sicher, ob er sogar den BP wiederholt. Wir werden nach eins brauchen in der Loop, das werden wir nachher feststellen, wenn wir jetzt hier drin sind. Wir müssen uns eigentlich noch den alten BP irgendwo merken, wenn wir nachher einen Call machen. Ach, vielleicht machen wir das erst nachher. Lassen wir das jetzt mal. Okay, und dann haben wir einen Bytecode-Pointer, den holen wir uns jetzt mal raus. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir haben immer eine Current-Function. Ich nenne es mal eine Current-BCF, sondern Current-Function. Die Current-Function zeigt ja immer hier drauf, das ist dieses Objekt und da kommen wir an den Bytecode ran und kommen an die Konstanten-Table ran. Also was machen wir jetzt? Brauchen wir einen P-Counter, setzen wir auf 0. P-Counter ist gleich 0. Und jetzt kommen wir mal in eine Endlos-Loop rein und sagen forever. Was müssen wir machen? Wir holen uns die Instruktion, wo der P-Counter gerade hinzeigt. Also wir sagen fetch. Instruktion ist gleich unsere Current Bytecode Function, da sind wir hier, da müssen wir dereferenzieren auf den Bytecode, also Pfeil Bytecode, B-Code, an der Stelle P-Counter. Da hätten wir das erste Byte rausgeholt von hier oben, beziehungsweise das Byte, wo der P-Counter gerade hinzeigt, weil wir sind ja noch in einer Loop. Und jetzt kommt ein großer Switch. Instruktion, das ist ja unser Opcode und da kommt jetzt unsere Codierung rein, deswegen würde ich Ihnen empfehlen, das als Enum zu definieren oder vielleicht als Defines, aber auf keinen Fall numerisch, hier jetzt irgendwie Case 0, Case 1, Case 2. Also hier wäre jetzt zum Beispiel Case Add
als einfaches Beispiel jetzt mal. Und was macht der Add? Der Add sagt, okay, ich hole jetzt zwei Werte vom Stack runter. Das heißt, der sagt jetzt hier, ob 1 ist gleich pop. Und was ist pop? Das definieren wir entweder als Inline-Function oder als define, oder wir können es auch hinschreiben. Das wäre einfach nichts anderes als Stack an der Stelle minus minus sp. Der Stackpointer zeigt ja immer, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier schon die 100 drauf gepusht, dann würde ja der Stackpointer hier drauf zeigen, auf die nächste freie Zelle. Minus, minus, geht es 1 hoch, sp, dereferenzieren wir, holen wir die 100 raus und haben den Stackpointer gleich, haben es gleich runtergeholt, auf die Art und Weise. Und dann sagt er, also das wäre der ob 1 und ob 2 ist auch gleich pop. Und dann sagt er, was muss ich dann machen? Dann habe ich die zwei Operanden und dann sagt er hier wieder push ob 1 plus ob 2. Das wird jetzt bei uns ein bisschen komplizierter, weil wir ja mit unseren Typen und Tags und so weiter müssen wir aufpassen, dass das auch wirklich Integer sind in Lisp. In Java wird es einfacher, weil der hat einen Push-Integer und der hat einen Pop-Add-Integer, da weiß der schon an der Stelle, das müssen Integer sein. Das heißt, der macht sich da leichter an der Stelle. Allerdings hat es der Garbage Collector nicht ganz so leicht, weil der Garbage Collector muss nachher wissen, was auf dem Stack ist ein Pointer und was ist ein Integer. Wie sie das genau lösen, da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, aber bleiben wir es mal in der Lisp-Welt erstmal, sprechen wir nachher nochmal drüber. Okay, und das war es dann schon, Break, weil er hat es jetzt schon gemacht und Break heißt, er geht hier unten, den Switch mache ich nachher nochmal ausführlicher da drüben weiter, aber auf jeden Fall kommen dann natürlich jetzt noch andere Cases für alle Instruktionen. Am Schluss kommt hier der Break, da springt er dahin und das ist auch gleichzeitig das Ende von unserer Loop. Plus 1 fehlt noch, den P-Counter müssen wir noch erhöhen und das machen wir vielleicht gleich hier, plus plus. So, nach dem Fetch also haben wir die Instruktion geholt, dann tun wir sie hier dekodieren, wenn man so will, Instruction-Fetch-Phase, CPUs, Sie kennen das alle, von der Hardware-Vorlesung wahrscheinlich, Fetch, dann dekodieren, Ausführen-Phase und das ist in der Loop, das geht hier durch. So, jetzt können wir uns dann die einzelnen Instruktionen mal implementieren. Vielleicht machen wir das gleich hier jetzt am Computer, wenn ich das hinkriege. Ja. Nochmal, wenn ich... Also ich habe eine Funktion, wo ich jetzt Variable am Stack stehe und die Funktion noch wieder eine andere Funktion drauf. Ja. Die Funktion braucht irgendeinen Wert aus der Funktion, wo ich quasi gerade herkomme. Ja, das ist die innere Funktion, also genau. Eine Lambda, inner Lambda. Genau. Das habe ich nur offen gelassen. Ah, okay. Das fehlt hier noch. Okay. Das ist jetzt nur das einfache Prinzip. Ich habe auch das hier noch offen gelassen, da steht noch ein Fragezeichen. Das müssen wir noch füllen am Schluss. Die Frage war, wie würde eine Inner-Funktion, also eine Inner-Lambda aus unserem berühmten Make-Adder-Beispiel zum Beispiel, diese innere Lambda, das da rausgegeben wird, die Closure letztendlich, wie kommt die Closure an die äußeren Variablen ran? Und ich habe das vorher offen gelassen, weil ich jetzt erstmal nur das einfache Java-Prinzip oder das einfache C-Prinzip hier mal quasi implementiere oder bespreche. Und ich habe hier noch ein Fragezeichen gelassen. Das ist das gleiche wie in der Closure, wo wir die Referenz hier in der User-Defined-Function auf das Parent-Environment haben, brauchen wir hier später eine Referenz auf den Home-Stack-Frame. Und das muss nicht mal notwendigerweise ein Stack-Frame sein. Also wenn das Lambda nur nach unten gegeben wird, als zum Beispiel eine Higher-Order-Function, die ist sowas wie Map, die in Lambda jemanden anderem gibt und sagt, führ den mal aus, dann ist es kein Problem, weil zu dem Zeitpunkt sind die Variablen ja alle noch lebendig drüber und die Stack-Frames sind auch noch da. Kritisch sind diejenigen, die was rausgeben, die entweder also als Return werden, inneres Lambda rausgeben, weil dann nämlich der Caller aufgeräumt wird hinterher, oder kritisch sind auch diejenigen, die ein Lambda irgendwo abspeichern, also zum Beispiel mit Set ein Lambda, also eine Inner Function, irgendwo persistent machen, in Anführungszeichen. Diejenigen sind kritisch, weil nämlich dann, wenn dann derjenige zurückhört, innerhalb dessen die Funktion definiert war, dann wird ja der Stack überschrieben. Das heißt, er kann sich in keinem Fall eine einfache Referenz auf den Stack hier halten, sondern er muss irgendeine Vorkehrung treffen, dass die Variablen gesichert werden. Achso, ich habe es ja vorher schon angesprochen, vielleicht passt es jetzt auch gleich. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Ich habe ja angesprochen, dass man dieses Stackframe vielleicht dann rauslupft, wenn der Return passiert. Also der Return von demjenigen, dessen Frame quasi als Closure, in der Closure noch referenziert wird. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, der Compiler kann das natürlich entdecken. Der sieht natürlich, dass da eine Inner-Function angelegt wird
beim Kompilieren, dass da ein inneres Lambda ist. Und der weiß, dass dieses innere Lambda Referenzen hat auf äußere Variablen. Wenn da keine Referenzen drin vorkommen, dann ist es ein einfacher Lambda, da braucht man auch nichts machen, da braucht man sich gar nicht drum kümmern, das funktioniert dann. Wenn da Referenzen vorkommen, kann er natürlich auch Folgendes machen. Er kann sagen, ich lege diese Variablen gar nicht erst im Stack an, sondern ich lege die von vornherein außerhalb an. Ja, das machen auch manche. Das heißt, er sagt dann für diese Variablen, er kann es sich einfach machen, kann sagen für alle, aber er kann auch sagen, nur für diejenigen, die da drin tatsächlich referenziert werden, lege ich außen schon, also in MakeAdder, nicht in der inneren Function, das ist zu spät, außen schon lege ich quasi hier einen kleinen Array an und sorge dafür, dass das x und das y zum Beispiel hier drin liegen und statt dass ich hier x und y habe, habe ich dann nur eine Referenz auf dieses Ding. Und die inner Function, die kriegt dann eine Referenz auf das Teil mit. Und ich brauche zusätzliche Instruktionen, die sagen mir zum Beispiel dann, lade indirekt local oder sowas. Und dann würde er sagen, okay, die erste local ist tatsächlich eine Indirektion auf ein Array. Und da stehen eigentlich meine Variablen. Und dann muss der Compiler statt load local, load indirekt local für diese machen. Und diese Referenz gebe ich dann auch der Closure mit. Das würde ich dann da unten halten. Das hat einen Vorteil, diese Implementierung ist viel, viel leichter zu machen. Die kann man vielleicht auch nachträglich gut nur einbauen. Die ist aber etwas teurer, weil man muss sich klar machen, dass die meisten, ich würde schätzen 95% aller Inner Functions gar nie überleben. Das heißt, die werden runtergegeben à la Map oder à la Collect oder Select oder was es da alles gibt oder so Stream-Dinger. Und da brauche ich das eigentlich nicht, weil auch dieses Ding nicht zuschlagen würde. Ja, wenn ich das jetzt aber immer mache, auf Verdacht, dann lege ich immer zusätzlich noch in dem Fall Heap allokiertes, also Garbage Collectedes Objekt an. Wenn ich einen gescheiten Garbage Collector habe, ist das ja nicht so schlimm. Das haben wir ja das letzte Mal gelernt. Wenn ich aber keinen gescheiten Garbage Collector habe, sowas wie ein Mark and Sweep, dann bringt ihn das unter Umständen um. Also da muss man dann aufpassen. Aber das lassen wir jetzt erst noch mal offen, bis wir dann soweit sind bei der Implementierung. Das ist jetzt eigentlich ein schönes Bild, das will ich gar nicht weglöschen, oder? Ja, ich würde sagen, wir implementieren das jetzt mal im Rechner, in C, und schauen mal, wie weit wir kommen. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt komme. Ich habe nämlich fürs Video meine Brille vergessen und deswegen habe ich jetzt einen Riesenfont eingeschaltet, damit ihr überhaupt was seht auf meinem Bildschirm. Und so, muss ich hier blind arbeiten. Also, wir sind, gehen wir nochmal zurück in unseren Interpreter. Wo wäre der Einstiegspunkt? Der Einstiegspunkt wäre in der Eval-Funktion. Nee, zunächst mal müssen wir so ein Ding überhaupt erstmal herstellen. Wir müssen erstmal was anlegen. Also, wir würden davon ausgehen, dass wir eine Compile-Funktion haben und die Compile-Funktion generiert uns dann eine Bytecode-Function, ähnlich wie eine User-Defined-Function. Und dazu machen wir uns erstmal eine Build-In, die vielleicht heißt Create Build-In, Create Bytecode-Function, haben wir da schon so etwas Ähnliches? Ich würde mal sagen, der Lambda ist ganz ähnlich, den klauen wir mal. Load if define, da kommt jetzt gleich der Lambda. Hier. Und weil der legt ja auch schon so etwas Ähnliches an. Copy. Und ich mache das mal ganz unten als letztes. Build in set. Define Function, das war da das Ende. So, jetzt kommen hier Bytecode Function, Bytecode Support. Und hier unten geht es dann mit anderen Dingen weiter. So, jetzt brauchen wir hier also eine, die heißt Scheme Built-in, nennen wir es mal Create Bytecode Function. Und die kriegt, wir gehen davon aus, dass der Compiler das anlegt und eigentlich nur das hier vom Laufzeitsystem will. Nun, in unserem jetzigen Scheme, das ist das Dumme, haben wir noch gar keinen Support für Arrays. Das heißt, Sie müssten einen Built-in-Datentyp Vektor mit Pointern und einen Built-in-Datentyp Vektor mit Bytes noch implementieren. Das brauchen wir also als erstes. Sie sehen, wir öffnen jetzt hier ein Fass und müssen noch ein bisschen mehr Support dazu machen. Also das Erste, was wir hier brauchen, ist, ja, das machen wir vielleicht gleich an der Stelle, obwohl
hätte ich vielleicht auch vorbereiten können. Scheme.h. Wir brauchen hier noch ein Tag-Vektor, haben wir ja schon, das war gut, dass wir das schon haben. Da brauchen wir noch einen Tag-Bytecode-Vektor. Byte-Vektor. Und ich weiß nicht, haben wir den Vektor schon irgendwo was gemacht? Gibt es da schon Code dafür? Scheme-Vektor, genau. Und analog dazu brauchen wir noch einen Bytecode-Vektor. Scheme-Byte-Vektor. Num-Elemente, und die Elemente sind jetzt unsigned Characters vielleicht. Unsigned Character Elements. Das war das. Dann brauchen wir den Reader, brauchen wir jetzt erstmal nicht, aber wir brauchen eine Built-In-Funktion, um so einen Bytecode-Vektor anzulegen. Gehen wir wieder zu den Built-In-Funktionen zurück. Gibt es da schon einen Make-Vektor? Gibt es noch nicht. Okay, brauchen wir einen Make-Vektor, times, minus, wo waren wir? Da können wir es reinbauen. Also, built-in Make-Vektor. Und der erwartet eine Länge. Da habe ich da irgendwo Code, der das Small Integer schon überprüft. Tag von Arg. Make-Vektor, also if tag von arg1 ungleich tag small integer. Wie habe ich das denn? Scheme-Error, glaube ich. Scheme-Error, ja. Danke. Ah. Vielen Dank. Ihr müsst jetzt halt besonders aufpassen. Scheme-Error, integer arg expected, sowas, und das war mal der, und dann holen wir uns die Länge raus, integer num elements ist small integer value von arg1, und das war's schon. Und dann brauchen wir c return einen, haben wir das auch schon, haben wir auch noch nicht, gell? New Vector von num elements. Okay, und dann brauchen wir in unserer Memory Verwaltung, da brauchen wir einen new scheme. Oh doch, Vektor haben wir schon gehabt. Super, passt schon. New Scheme Vektor, der macht auch einen Alloc. Okay, aber was wir noch nicht haben, ist ein New Scheme Byte Vektor. Wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich das gleich mal eintippen. Copy New Scheme Byte Vektor. Der hat auch einen New Vektor, der sagt Scheme Alloc Size of Struct Scheme Byte Vektor plus Size of Character mal Num Elements, und der kriegt einen Tag Byte Vektor. Und setzt die Num-Elements, und der setzt die alle auf, was sollen wir so vorbelegen, 0. Okay. Tatsächlich hätten wir vielleicht den Byte-Vektor gar nicht gebraucht jetzt bei einer Minimal-Implementierung. Wir hätten auch einen normalen Vektor nehmen können und da Small-Integers reintun. Aber dann hätten wir natürlich immer 4 Bytes pro Byte. Da hätten wir keinen Byte-Code, sondern einen Long-Word-Code. Wäre vielleicht jetzt nicht so gut. Okay, schauen wir mal, ob das so kompiliert. Das war built-in, okay, next pointer from integer. Das ist wahrscheinlich im Prototyp, fehlt es. News, doch, New Scheme Vector. Ah, sorry, ja, Scheme Vector. Okay, und dann machen wir hier auch gleich noch einen Make-Byte-Vektor. Make Byte Vektor. Sieht genauso aus, integer, und der sagt New Scheme Byte Vektor. Der Printer wird es jetzt noch nicht können, das heißt, wenn ich das jetzt kompiliere, ArgI, Arg1, und da unten dann auch,
sind wir. Ach, jetzt war ich wieder im Smalltalk. Sorry. So, jetzt aber. Okay, jetzt müsste ich schon sagen, neu kann ich noch nicht halt, ich muss die natürlich noch definieren. Wir haben ja da unten diese eine Routine, die die ganzen Dinger dann definiert als Define Function. Da machen wir jetzt noch eine rein. Copy, Paste. Scheme Build in Make Vector. Ja, mit großem. Make Vector und der erwartet, der heißt Make Vector. Make Vector wegen mir und erwartet ein Argument und das gleiche für Bytecode. Tatsächlich gibt es das in allen Schemes und das heißt dann U8 für Unsigned 8 Vektor. Wir haben meistens mehrere Vektoren mit verschiedenen Typen. Also wir können jetzt auch mal, nennen wir es Byte Vektor und das können wir besser lesen. Byte Vektor. Okay. So, und theoretisch müsste ich jetzt sagen können, Make Vektor 10. Ja, der Printer kann es jetzt natürlich noch nicht printen, dem haben wir es nicht beigebracht. Das vergessen wir jetzt mal, weil wir das bloß intern brauchen im Compiler jetzt erstmal. Natürlich, normalerweise haben die dann schon eine schöne Print-Notation mit eckigen Klammern und so Zeugs, gibt es da auch. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht. Das heißt, wir kommen jetzt wieder zurück zur make-create-bytecode-Function. Hier. Also der erwartet zwei Argumente. Scheme-Error. Missing Argument. Arg 1 Rest Environment. Hier brauche ich eigentlich mehr. Hier muss ich nämlich haben ein Objekt. Das erste wäre der Bytecode und das zweite wäre die Konstantentable. Und dann sagen wir hier, okay, Bytecode ist gleich Arg 1, das hole ich mal irgendwo her, das habe ich bestimmt irgendwo. Oder ist das schon das Arg 1? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ach doch, hier klar, K, Arg 1, ah ja, gut. Dann kann ich hier Arg 2 als K vom Cutter von der Argliste. Und if Arglist gleich nil, dann sagt er Missing Argumente und dann sagt er if Rest von ArgList gleich nil, dann sagt er auch Missing Argument. Und dann haben wir der Bytecode ist Arg 1 und die Constable ist Arg 2. Brauche ich gar keine Variable. Ja, eigentlich brauche ich es nicht. Und dann sage ich, ich brauche eine New Scheme Bytecode Function, bestehend aus Arg 1 und Arg 2. Und das letzte, das mit dem Home, lassen wir mal noch weg. Das heißt, da mache ich jetzt mal kein Argument mehr hin. Und das war es eigentlich schon. Arg 1, Arg 2 wird undefiniert und fertig. Und jetzt brauchen wir hier hinten auch Create Bytecode Function am Ende. Eine Funktion dafür, Create Bytecode Function. Bytecode Function, das ist kein Call, da brauche ich das nicht mehr machen. Und das nennen wir Make Bytecode Function. Bytecode Function. Das sieht hässlich aus. Sollen wir es so nennen? Gut, Make Bytecode Function. Und dann für das Make Bytecode Function brauchen wir noch, ist eigentlich hässlich, wenn das anders heißt, oder? Dann nennen wir es ja auch Make. Ja. Das finden wir nachher beim Debuggen, blicken wir nicht mehr durch. Hier oben nennen wir es auch Make. Na, da. Ups, Ctrl-Z. Make. Gut, und jetzt brauchen wir noch dieses New Bytecode Function. Ah, da müssen wir es erst definieren. Gehen wir wieder zu unseren Headern zurück. Und die Definition sieht eigentlich ähnlich aus wie die User-Defined-Function. Wo haben wir denn die? Da habe ich jetzt, glaube ich, nur Functions, nur Strukturen. Die User-Defined-Function sieht am ähnlichsten aus. Fangen wir mit der an. Und haben wir hier Built-in-Function, haben wir hier eine Struct-Scheme-Bytecode-Function. Bytecode-Function.
Function, die hat ein Bytecode und die hat eine const Table. Achso, interessanterweise noch vielleicht eine kleine Sache, weil das interessant ist, die Konstantentable, wenn Sie die Java-Virtuellmaschinen-Spezifikation angucken, die gibt es dort auch, aber die haben die klassenweise. Also wir haben ja jetzt hier pro Methode eine Konstantentable, eine kleine Mini-Konstantentable, wo nur die Konstanten für diese Methode drinstehen, oder Funktion, sage ich schon Methode, für diese Funktion. Das hat den Vorteil, wenn wir später nachher, oder das hat überhaupt einen Riesenvorteil, wenn unser Garbage Collector irgendwann mal feststellt, dass diese Funktion gar nicht mehr referenziert wird, zum Beispiel, wenn wir sie redefiniert haben. Ne? Wir könnten ja sagen, define, dann compile, dann stellen wir fest, wir haben einen Fehler gemacht, dann definieren wir sie um, kompilieren wir sie nochmal, dann wird ja die erste Bytecode-Function zusätzlich zu ihrem Bytecode und ihrem Constant-Table am besten Garbage Collected, weil das sind ja dann auch heap-allokierte Objekte in unserem System. Bei Java ist es so, dass die Constant-Table klassenweise geht. Das heißt, es gibt nicht für jede einzelne Funktion eine kleine Mini-Constant-Table, sondern es gibt eine große per Klasse. Tatsächlich sogar per Kompilat, also per Java kompiliertem Class-File. Da ist eine Constant-Table drin. Das hat zur Konsequenz, dass ich natürlich auch nur klassenweise eigentlich entladen und laden kann und nicht einzelne Methoden austauschen, so ohne weiteres. Das heißt, auch das ist irgendwie ein Problem, was dann sich manifestiert. Also solche Designentscheidungen können einem dann später das Leben unter Umständen schwierig machen. Die haben schon auch Lösungen dafür gefunden, diese einzelnen Methoden austauschen, aber die mussten dafür wieder ganz neue Dinge dann hinterher nachimplementieren, um das überhaupt zu können, weil eigentlich ja die Konstantentable mal fix ist und die ist dann allokiert für eine Klasse. Wenn ich da jetzt eine einzelne Methode ersetzen will, zum Beispiel in einer IDE, während dem Lauf, ohne dass ich das System runterfahre, macht es das nicht ganz leicht. So, Scheme Bytecode Function und habe ich jetzt das New schon definiert gehabt? Jetzt habe ich mich verschwätzt. In Memory. Na. New Scheme Built-in, Byte Vector, User Defined, aber noch keine Bytecode Function, das machen wir auch noch. Copy, Paste, New Scheme Bytecode Function und der braucht als Argument den Bytecode Array und der braucht als Argument die Const Table. Und das war's. Erstmal. Der sagt allocate struct scheme bytecode function. Bytecode function. Na. Und kriegt als Tag eine bytecode function. Und Punkt bytecode function hier. Nein, scheme bytecode function. Again. Ja, das dritte. Bytecode Function. Bytecode Function, Dankeschön. Und Const Table. Und hier kommt Bytecode. Und hier kommt auch Const Table. Und hier kommt Bytecode. Return New Function. Jetzt schauen wir mal, ob wir das schon kompilieren können. Ah, natürlich nicht. Invalid application of size of to incomplete type struct scheme byte. Na, was habe ich denn da? Bytecode function. Error tag bytecode function. Dachte, das hätte ich definiert gehabt. Ach ne, ihr habt das der Bytecode-Vektor definiert gehabt. Okay, den muss ich auch noch definieren. Wo finden wir den hier? Tag-Vektor, Tag-User-Defined-Function. Da machen wir noch einen Tag-Bytecode-Function rein. Bytecode-Function. In Function, ja was? Bytecode-Function. Ach, no member named. Okay, da unten habe ich noch eine Union definiert gehabt, wenn Sie sich erinnern. Das ist alles ein bisschen hacky. Na,
Da muss es auch noch rein. Na? Da. Union Scheme. Scheme. Bytecode Function. Habe ich den nicht drin? Dann müssen wir den auch noch reinmachen. Bytecode Function. Und dann haben wir den Bytevektor noch. Ja. Bytevektor. Bytevektor. Wunderbar, fast. Jetzt haben wir hier noch einen Prototyp wahrscheinlich nicht vergessen. Das ist der New Scheme Byte. Da brauchen wir noch einen Header dafür. Und dann sind wir, glaube ich, fast durch. Das war der da. Scheme Bytevektor. Gut, fehlt noch was. Semikolon. Jetzt haben wir noch was. Ich sehe es nicht. Moment, Function. Error called object is not a function. Config.file args an der Stelle 0. Was habe ich denn da gemacht? Rest von arglist. Das ist ja Quatsch, was ich hier gemacht habe. Rest nicht referenziert. Doch, das hätte ich vielleicht doch definieren müssen. Also gut, dann ist das der Rest. If Rest, nee, if Cutter von Rest, so rum muss ich machen. If arglist gleich scheme nil, if Cutter von, so rum, arglist gleich scheme nil, eigentlich so. Gut. Jetzt müsste ich schon sagen können, make bytecode function und der will irgendeinen Vektor, make bytecode Vektor von 10 und make Vektor von 20 und was sagt er? Count Argument, Count Mismatch, da habe ich noch was falsch gemacht. Das Ding muss definiert werden mit zwei Argumenten und ich habe es definiert mit einem, mit 23. Okay. Und ich habe seither was eingebaut, dass man hier Cursor hoch machen kann. Okay, cannot print, das ist wieder klar, er kann es nicht printen. Halt, das da. Oh, halt, da stimmt was nicht. Wo sind wir jetzt im. Wo sind wir jetzt gelandet? Debugger von Scheme Print. Naja, vielleicht müssen wir es doch printen können. Ja, weil der Print braucht es am Schluss. Also, dann machen wir hier einfach Bytecode Function XYZ. Die hat keinen Namen. Procedure, built-in function. Viel können wir da nicht dazu sagen. Bytecode function. BC function. Und die hat, eigentlich können wir da nichts sagen im Moment. Machen wir das mal weg. Vielleicht wäre es schön, wenn wir den Namen uns irgendwo merken würden. Also wenn wir sagen, wenn man einen Namen mitgeben könnte beim Definieren. Ich meine, die muss ja keinen, streng genommen keinen Namen haben. Aber jetzt können wir zumindest mal was printen. So, nein, wieder nicht. Was ist ein O? Oh, das ist Schrott. Das ist kompletter Schrott. Wo kommt denn das her? Das O ist überhaupt kein richtiges Objekt. Ich vermute mal, dass wir da hinten im Return irgendwas falsch gemacht haben. Return New Scheme Bytecode Function. Sieht aber eigentlich gut aus, ne? Hm, können wir machen. Suche ich so lange während der Pause. Das sieht doch gut aus.